Im Alten Testament wird uns das Lebensbild von einem ganz interessanten, besonderen Mann vorgestellt. Ein ganzes Buch beschäftigt sich mit seinem Leben und stellt uns vor, wie er mit Gott seine Bestimmung und seine Berufung gelebt hat. Nehemia war ein Mann, der Gottesfurcht hatte, der Gott um Stärke bat. Nehemia war ein Mann, der das Volk anleiten konnte. Und wir lesen dort, und das Volk tat, was er sagte. Nehemia war ein Mann, der sich nicht zu schade oder zu vornehm war, gemeinsam mit Hand anzulegen an dem Bau, gemeinsam mit dem Volk. Nehemia war ein Mann, der die Dinge Gottes, den Auftrag Gottes, die Worte Gottes, die er zu ihm gesprochen hatte, zu unterscheiden von dem, was Menschenwort war, was menschlicher Auftrag war. Nehemia erlebte viele Angriffe, viele Dinge, die als Lüge über ihn gesagt wurden. Und trotzdem lesen wir von ihm, dass er keine Angst und Furcht hatte, sondern er widerstand Angst und Furcht in diesem Auftrag, den er von Gott hatte. Nehemia war ein Mann, von dem wir wirklich lernen können, in unserem Leben, in unseren Herausforderungen zu überwinden. Der beste Satz in diesem ganzen Buch, den finde ich, der heißt: Ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Nehemia wusste sehr genau, welche Identität er hatte. Er hatte eine Sicherheit in Gott. Er hatte eine Berufung, einen Auftrag von Gott, und er war nicht bereit, diese Berufung oder diesen Auftrag hinzuschmeißen. Seine Identität war fest gegründet in Gott. Im Neuen Testament lesen wir, dass unsere Identität in Christus ist. Wir können mit Christus durch diese Herausforderung, durch die Situationen unseres Lebens hindurchgehen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Leben. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, lohnt sich nicht. Am liebsten würdest du alles hinschmeißen. Vielleicht sind Menschen wirklich dabei, dein Leben zu bedrängen, dass Lüge und Verleumdung oder was auch immer da ist. Aber ich möchte dich ermutigen durch dieses Lebensbild von Nehemia, dass du lernst von ihm, wie er in diesen Situationen widerstanden hat, überwunden hat, wie er fokussiert geblieben ist auf Gott, wie er dran geblieben ist an der Bestimmung, die er für sein Leben hatte. Ich möchte dich ganz neu ermutigen, wirklich dieses Lebensbild zu lesen, zu studieren, Gott zu fragen: Herr, was ist da für mich dran? Was kann ich von Nehemia lernen? Was kann ich da für mich rausziehen? Und es gilt für uns heute auch: Sollte eine Frau wie ich oder sollte ein Mann wie ich oder wie du davonlaufen? Ich glaube einfach, Gott hat mehr für dich.